Hitze, Qualm und Feuer. Um die kroatische Adria-Metropole Split wüten zahlreiche Waldbrände. Nach einer vermeintlichen Atempause für die Einsatzkräfte entflammen diese neuerlich am Dienstag. In der Nähe befinden sich auch 4 Feuerwehrmänner aus Radgersburg im Urlaub. Oliver Meyer berichtet von den Zuständen. Wir sind gemeinsam auf Urlaub gewesen. Also 4 Freunde, oder sagen wir so, wir waren zu fünft, von diesen 5 waren wir eigentlich aber zu dieser Zeit nur zu viert in der Stadt Schiebenig, um ein paar Dinge zu erledigen, um einzukaufen, und sind dann bei einem gemütlichen Café im Hafen gesessen und haben dann aus der Ferne die Rauchschwaden gesehen und haben gewusst, das ist in unsere Richtung, da wo wir wohnen. Es waren wirklich riesengroße Rauchschwaden und meterhohe Flammen sichtbar und unmittelbar neben dem Wohngebiet. Das heißt, erste Häuser waren bereits betroffen, die Leute wurden evakuiert. Eine ältere Frau hat geweint, also es waren schon sehr dramatische Bilder, und zahlreiche Urlauber waren vor Ort, die einfach das Geschehen auch beobachtet haben, die in dieser Gegend gewohnt haben. Und die Feuerwehrleute waren sehr stark unter Druck. Man hörte Funksprüche, die Fahrzeuge fuhren an uns vorbei in beiden Richtungen und erkundeten das Gebiet. Schläuche wurden ausgelegt und die Löscharbeiten wurden mit Löscharbeiten wurde begonnen. Aber es war natürlich ein Kampf gegen Windmühlen, denn 2-3 kleine Löschfahrzeuge mit einigen hundert, vielleicht wenigen tausend Litern Löschwasser gegen 5 Hektar Waldbrand, das ist ja wie mit Kanonen auf Spatzen, oder eigentlich umgekehrt. Der erste Eindruck war so, die Feuerwehr ist sehr stark überfordert, da einfach die Flammen viel zu groß waren. Also es war schätzungsweise ein Gebiet von circa 5 Hektar, das gebrannt hat, und die Feuerwehren haben gerade erkundet und geschaut, wo können sie löschen und wie können sie die Häuser am besten schützen. Und es waren schon sehr viele Schaulustige auch vor Ort. Und wir haben uns gedacht, das kann ja nicht sein, wir können da jetzt nicht einfach stehen und zuschauen, und haben dann herumgeschaut und haben gesehen, dass ein Nachbar einen Gartenschlauch bereits vorbereitet, und der war aber viel zu kurz. Also wir konnten die Flammen mit diesem Gartenschlauch nicht erreichen. Und haben dann an einer nahegelegenen Baustelle leere Baustellenkübel gesucht und geholt, und die haben wir befüllt. Und mit Hilfe einiger Eingeborenen haben wir eine Kette gebildet und die Flammen, die in unmittelbarer Nähe waren, damit gelöscht. Ein weiterer Urlauber aus der Steiermark berichtet von den Umständen in Kroatien. In seinem Urlaubsort können die Brände unter Kontrolle gebracht werden. Ja, das Ganze hat sich insofern entwickelt, dass gestern eigentlich ein Shutdown war. Die haben den Brand unter Kontrolle gekriegt und eigentlich über die Nacht Brand aus war in unserer Umgebung. Vereinzelt sind noch ein paar Flieger heute in der Früh unterwegs gewesen ins Hinterland, aber im Großen und Ganzen war es das. Ja, du hast nach wie vor einen Brandgeruch in der Nacht und einen leichten Nebelschwaden, bis sich das wirklich alles ausbläst, vom Hinterland aus auch. Aber der Gebirgszug, also das ist schwarz. Also man sieht das klar und deutlich, und ja. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen ist es wirklich alles vorbei jetzt da. Auch auf der Halbinsel Lustica an der Bucht von Kotor toben seit Sonntag heftige Waldbrände in Montenegro. Mehrere hundert Einwohner, Dörfer sowie Touristen müssen evakuiert werden. In Italien hat sich die Situation im Vergleich zu den vergangenen Tagen etwas entspannt. Doch auch hier sind die Einsatzkräfte im Dauereinsatz, vor allem in der südlichen Toskana und in Rom. Es gibt mehrere Festnahmen wegen Brandstiftung. In der Nähe der südfranzösischen Ferienmetropole Nizza bringen etwa 450 Feuerwehrmänner einen Waldbrand unter Kontrolle. In Portugal brechen unterdessen ebenfalls neue Waldbrände im Norden und in der Mitte des Landes aus. Im Juni sind bei einem verheerenden Waldbrand in Portugal 64 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 250 verletzt worden.